Ah, der ist der echte. Das sind Megamans. Sollen wir mit einem... Ja komm, fordern wir Magneten einfach mal raus. Ich werde das nicht überleben. Naja, Magnetman ist nicht so schwer. Du hast Roll, passt, du überlebst. Ja, da konnte ich leider nicht mehr ausweichen, war schon auf seinem Feld. Das glaubst du auch nur, du Kollege. Ich warte auf Power-Ups. Weil wenn ich wohl zwei Power-Ups drauf machen kann, dann ziehe ich dem 180 ab. Und mal eben die Hälfte davon regeneriert sich bei mir. Du hast noch eine zweite Kanone gehabt, wieso hast du sie nicht benutzt? Konnte ich nicht. Schön, weil du Mini-Bärs hast. Okay, ich bin langsam echt gefickt, aber hier ist besagtes Power. Old plus one. Booyah! Ich sollte echt nicht gegen Magnetman kämpfen, wenn ich so aus der Übung bin. Und vor allen Dingen, wenn er noch mehr Magnete verteilt als sonst. Mit der Scheiße. Ich muss warten, bis er Reichweite ist. Falsche Reichweite. Falsche Reihenfolge. Oh fuck, 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 fuck. Materia und du hast noch 40 Leben. Ja. I smell your death. Shut up! Fuck! I live! Wichser! No! Aber kein Game Over, Gott sei Dank. Jo. Muss noch ein bisschen trainieren. Ja. Gucken wir erstmal weiter, weil hier sollen ja angeblich auch irgendwelche Agenten rumlungern. 1, 2, 3. Ja, siehst du, da ist schon einer. So, jetzt habe ich erstmal die Kartendaten von dem Ort hier. Das heißt, mir kann unten auch endlich auf dem Touchscreen angezeigt werden. Wo ich eigentlich hin, ja. Ah ja, was sagst du zurzeit zum Roaster von Super Smash Bros? Oh, es ist nett, wobei ich weniger Fire Emblem Charaktere erhofft habe. Es sind nur drei. Der vierte ist nur entgegen. Ja, stimmt. Ich finde es nett. Ich meine, sie haben wirklich aus Skins mal was Brauchbares gemacht als nur eine Farbe. Meines Erachtens von dem gesamten Roster, ich bin etwas enttäuscht. Weil mir fehlen ein paar Veteranen. Mir fehlen wirklich ein paar. Generell, es gibt so viele Spieler, die gerne Wolf gespielt haben, die wirklich Wolf geliebt haben. Er fehlt. Wer auch fehlt, ist Falco. Nein. Falco fehlt. Es ist nur Fox draußen. Wer weiß, vielleicht werden die auch so als interaktive Skins eingepackt. Meines Erachtens wird es sein, dass jetzt das mal der Prototyp ist, also das, was jetzt gerade am 2.10. und 3.10. rauskommt, also 2.10. im Laden und 3.10. in Network halt. Das kommt mal raus fix und dann wird es wahrscheinlich sein, dass Charaktere nachgereicht werden als kostenloses DLC halt. Weil du hast drin Pit, Bowser, Pikachu, Fox, Kirby, Samus, Link. Das sind halt also die Veteranen, Donkey Kong, Mario, Luigi, Olimar, Peach, Toon Link. Da freust du dich halt drüber. Sonic, ja. Sie haben einen weiteren Deal mit Sonic. Hedgehog. Ja, Marv, sie haben Pac-Man drin. Zelda. Ja, Zelda. Und Sheik als einzelne Charaktere. Was ich halt gut finde. King Dedede, Lucario, Diddy Kong, Zero Suit Samus, Yoshi, Glurak, Ike, Captain Falcon. Auf den habe ich mir gehofft, dass er wieder kommt, weil das ist so ein Troll-Teil gewesen. Den wollte ich haben. Und Meta Knight. Und die neuen Charaktere sind halt alle, also dann die neuen, die dazukommen, das ist sowas wieder wie Fit Trainer. Ich weiß nicht. Okay, machen wir mal den Typen da. Ja, ich hab dich mächtig unterschätzt, ich werde dich löschen. Sie müssen alle brüllen wie Affen und sterben wie Affen. Nicht so ziemlich, Junge, ich habe eine Banane, was hast du? Einen Buster. Verbannt.
Na, sowas was mir, also was ich ja, erzähle. Ja, komm, diese Fledermaus ist ja echt billig hingepackt worden. Ich krieg's leicht. Mach den Stein einfach kaputt. Das sagst du so leicht. Ja, was sag ich? Hast du eine Bombe? Ich hab keine Bomben eingepackt und auch kein Minibang. Dann schieß zweimal Gatling drauf. Müsste. Hey, Protoman! Oder Protoman macht's! Oder Stein hat's halt. Ich bin faul. Faul. Na, fuck. Batz. Und dann eben. Oh, oder so geht's auch. Das war's. Jo. Okay, hinter Stein platzieren, Schild machen und bam. Jo. Weil du kriegst doch immer Schaden, weil der Schaden geht ja auf den Felsen und macht eine Route. Macht dann mal rundherum einmal. Ja. Was haltest du eigentlich vom Wii Fit Trainer? Unnötig. Unnötig. Aber immerhin. Ich habe ja schon die Demo gespielt. Oh, schon wieder einer. Ja, du, Nebula. Ja! Niemand kommt Nebula in die Quere. Und Jara schreit. Ach Gott. Oh, einer raus. Was mit uns? Dreimal Buster geht nur GG. Warte, einmal, zweimal. Na, der Typ ist schießt schneller. Er bewegt sich auch schneller. Er bewegt sich halt auch schneller. Kurzschwert, Breitschwert, Langschwert. Nee, das wirft noch nicht zurück. Finde ich halt noch immer eine sehr geile Idee, dass sie das eingebaut haben. Und die Serie ist halt, naja, es geht jetzt, also das ist glaube ich eine neuere Serie rauskommen. Von dem? Mega Man? Ja. Es gab irgendwann nochmal Mega Man Star Force. Ja Gott, das war ein Blödsinn. Wirklich, no shit, das ist wirklich, nein. Aber, gehen wir zu Mega Man zurück. Mega Man ist in der Rotation und er spielt sich eigenartig. Wirklich eigenartig. Naja, sie haben versucht, seine Klassikerfähigkeit reinzupacken. Die sind halt wirklich alle sehr sauber gemacht, nur irgendwie spielt er sich eigenartig, weil du hast kein Combo-Potenzial mit ihm, aber du hast halt wirklich... Er spielt sich wirklich sehr eigen. Ja, das war damals auch schon, aber... Ich hab's nie gespielt, aber ich hab's mir halt angesehen, wie es manche Leute spielen. Du kannst mit ihm keine Kombos abziehen, du schießt einfach und hoffst darauf, dass das, was auf das du schießt, auch krepiert. Ja, er hat gute Smashes, er hat wirklich Sachen, mit denen er wirklich clearen kann. Aber, ja, und sein Super Smash ist halt... Yeah, okay, der ist halt wirklich gut halt gemacht. Was macht er denn als Super Smash? Er macht ein Zeitportal auf und stellt und schießt mit vier Mega Mans von vier verschiedenen, also er und vier weitere Mega Mans schießen auf sie. Die vier sind von verschiedenen Generationen. Beispielsweise der Network Mega Man ist dabei. Ah, oh, geil. Der von der neuen Staffel ist dabei. Zwei ältere Modelle sind dabei, also wirklich sehr gut gemacht. Also und Mega Man X ist auch dabei halt. Das ist also richtig geil will haben. auch ein neuer Charakter, der Bewohner von Animal Crossing. Ja, das ist eine Sache, die ich schon wieder unnötig finde. Und angeblich kann der auch wieder Items klauen. Also generell, hat er so in dem Sinne was wie ein Reflektorschild. Er packt halt sich die Projektile ein. Fertig. Mehr macht er nicht. Jo, Digga, was hältst du davon? Schwör. Blauer Navi. Muss löschen. Klingt wie ein Lied. Blauer Navi muss löschen. Moment. Ganz genau. Ja. Zum Bewohner halt. Er war auch in der Demo verfügbar. Oder ist noch immer in der Demo verfügbar. Und er spielt sich recht schnell. Er hat wirklich ein Kombo-Potenzial, das glaubst du nicht. Er ist wirklich gut. Für das, was er kann. Ja. Dann haben wir von... Nee, mach. Noch weiter? Okay. Dann von Mario Galaxy, Rosalina und Luma. Also die ja. Prinzessin der Galaxie und der kleine Stern da. Der kleine Kratzer. Ja, die Prinzessin der Galaxie, die, wie ich durch Super Mario Galaxy einfach mal schließe, von Peach als Kind allein gelassen wurde. Ja.
Arschloch. Wirklich, wirklich, wirklich. Das ist wirklich so assi von Peach. Ich mag Peach nicht. Ich finde Rosalina um einiges cooler. Ich fand sie um einiges besser. Na, natürlich, sie hat eine bessere Frisur, sie hat bessere Kräfte. Ich meine, durch ihre Luma bekommen hat sie die Fähigkeiten zwar überhaupt erst, aber... Wie war das? Sie sieht besser aus? Moment. Spieler, Games und Frauen. Nein, danke. ja, sie funktioniert in dem Sinne wie Ice Climbers, nur dass du Luma besser positionieren kannst. Und Ice Climbers, was sind eigentlich Ice Climbers? Nein. Oh? Es wird auch keine Ice Climbers. Es wird auch keinen Ness oder Lukas geben. Ja, es fällt mir gerade so auf. Wo sind die? Oh Gott! Oh, so der hat dann ausgesetzt, aber ich glaube, nach dem nächsten Kampf ist das wieder dran. Wie auch immer, die haben einige Charaktere nicht drin. Vielleicht haben sie die auch noch nicht bekannt gegeben, weil man sie freispielen muss. Ich schließe das nicht aus. Nicht ganz. Generell ist es es sind jetzt circa 30 Charaktere. Oder? Muss man sehen. Ja. Es sind auf jeden Fall mehr als 20. Aber das muss nichts heißen. Erzählt danach. 38. Es sind fucking 38 Charaktere. Viele halt. Es ist halt. Entschuldigung. Es sind nicht 38, sind 37 wegen ich habe jetzt Lucina mitgezählt. Die halt nur ein Reskin von Marv ist. Als weiblicher Marv. Sie war nicht, also in dem Spiel im neuen war sie eigentlich nichts anderes als Marv, nur neu gebaut und weiblich halt irgendwie. Sie konnte eigentlich dasselbe wie Marv. Ja, und wenn du Marv durch die Spezialmission freigespielt hast, hattest du zwei Marvs. Nur einer, der broken as fuck war und seine erste Klasse war und die zweite, die wahrscheinlich schon auf ihrer zweiten, dritten Klasse war und nicht so stark wie Marv war halt. Es war so. Das Spiel ist außerdem das neue Fire Emblem für den 3DS. Super Spiel. Ich habe eigentlich erwartet, dass ein anderer Charakter reinkommt von der Rota. Aber ja. Sehr enttäuschend halt. Es kommt halt wirklich der Magier drin vor, der auch ein interessantes Gameplay hat. Dann von weiter von der Rota halt, was es drin ist, wo sich halt die meisten Leute gefreut haben und sagt halt, yeah, endlich, und der wahrscheinlich für die Wii U ein neues Spiel bekommt, ist Little Mac vom Punch-Out. Ja, da habe ich mich eigentlich auch schon, da freue ich mich eigentlich ehrlich gesagt drauf, den mal zu spielen. Ich war auf der Gamescom ja und ich habe da auf der Bühne spielen können. Aber ich habe da halt Sonic genommen, weil es der Charakter, mit dem ich mich am besten auskenne, und ich wollte natürlich gewinnen. Die Sache war jetzt nur die. Sie haben an Sonics Moveset ein paar Kleinigkeiten geändert. Er spinnt nicht mehr so viel. Und seine... manche seiner Smash-Attacken haben sich geändert. Sein Homing-Attack ist dafür schneller und seine Spezialrolle nach links oder rechts macht nicht mehr so einen kleinen Sprung, sondern rollt sofort. Außerdem scheint sie einen mehr oder weniger an Boden zu heften, weil man fliegt relativ schnell einen Abgrund runter, wenn man da über die Kante fliegt. Sie haben die Gravitation hochgedreht, aber richtig. Aber was ich auch gut finde, es erinnert mehr an Melee. Sie haben auch halt wirklich bei dem neuen jetzt sich mehr nach Melee gerichtet. Das Dodgen funktioniert noch immer genauso wie Brawl. Das finden auch alle urgut. Das Problem ist halt dran, sie meinen, ja, Wave Dashing gibt's nicht mehr und sowas, was halt Melee total zum über drüber guten Spiel findet. Ich finde Wave Dashing nicht toll, Leute. Es ist halt wirklich eine Sache, die wirklich extrem viel Skill braucht. Ja, ich kann es, ich habe Melee sehr lange gespielt, ich habe es turniermäßig gespielt. Und Brawl spiele ich auch, habe ich auch turniermäßig gespielt. Aber Wave Dashing war geiler. Ja, es gab kein Tripping bei Melee, was gut war. Und ja, das ist dann wohl so dermaßen, ich sage es dir. Es hat so viele epische Moves von mir einfach mal gecancelt. Ja, du, ich habe auch einige Runden bei den Turnieren einfach gewonnen, weil er genau vor meiner Schnauze getrippt ist und ich spiele Ike, Link und Mario habe ich gespielt. Wenn du vor deren Nase trippst, dann bist du tot. Jo, instant.
Was sie halt jetzt rausgelassen haben, trippen kannst du nicht mehr. Was halt super ist, sie haben sich halt das gehört, okay, trippen war doch eine schlechte Idee, machen wir es als Special-Modus. Du kannst halt über Bananen noch trippen. Guck dir das an, das ist gemein. Musst du halt wohl übel eine Bombe werfen. Wenn du Schild benutzt... Nein, muss ich nicht. Ich hab nichts gesagt. Ich hab Protoman. Du hast Protoman. Cheater. Oh, ich hab viel Geld gekriegt. Na, aber was ich dazu sagen muss, das Einzige, wo du noch trippen kannst, sind Bananenschalen. Ja, Bananenschalen sind scheiße, ja, Diddy Kong ist broken as fuck. Ich habe schon gegen Diddy Kong. Diddy Kong ist Charakter, den man wirklich nur dann spielt, wenn man Leuten auf den Sack gehen will. Nein, Diddy Kong ist erstens ein sauguter Charakter, er hat super Kombos, er ist super schnell, aber das Tripping macht das halt das Problem draus. Tripping haben sie in dem Spiel nicht reingehauen, weil es sehr stark ist halt. So, Diddy Kong wirft noch immer seine Bananenschalen. Tripping incoming. Das Problem ist halt bei den Bananenschalen, es ist ein automatischer Spike. Und du verlierst einen Jump. Oh, das ist gemein. Es ist halt so... Okay. Das war's, ich bin tot. Das sind halt wirklich Leute gut, die sich sowas wie Grappling Hooks oder sowas haben. Dann ist halt wirklich gut. Na, fuck. Der war zu früh. Ja. Aber ich dachte, der wird länger festgehalten. Ja. Aber wurscht.